Hallo, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu unserer Wahlrunde Oberbürgermeisteramt, Oberbürgermeisterwahlen am 11. September. Mit mir hier im Studio des SKB ist von Meeting Point mein Kollege Christian Kriebel. Und ich begrüße ganz herzlich die Kandidatin der CDU für das Oberbürgermeisteramt, Frau Dr. Dietlin Thiemann. Schönen guten Tag, Frau Thiemann, schön, dass Sie da sind. Hallo. Frau Thiemann, Sie sind Oberbürgermeisterin seit 8 Jahren. Sie möchten noch mal ran und haben von 2, sage ich jetzt mal, prominenten Politikern in den letzten Wochen Rückenstärkung bekommen. Einmal am Freitag von Frau Bundeskanzlerin, von Frau Dr. Merkel. Ich habe das genannt, das ist ja eigentlich ein Ritterschlag. Sie war hier und hat gesagt, Brandenburg an der Havel ist eine wunderschöne Stadt. Und jeder, der die Kanzlerin kennt, weiß, sie sagt das nicht einfach so. Haben Sie sich da auch drüber gefreut? Ich habe mich über den Besuch von Frau Dr. Merkel besonders gefreut. Erstens, weil wir uns ja schon viele Jahre kennen, da war sie noch gar nicht Bundeskanzlerin, da haben wir uns mal in Berlin getroffen, so mal ganz wir zwei allein. Und seitdem pflegen wir einen recht guten Kontakt zueinander. Das heißt, sie ist immer gut informiert, was in der Stadt passiert. Und was ich sehr schön fand, dass sie deutlich gemacht hat, dass sie für die Menschen da ist. Ein paar Wochen vorher war der Ministerpräsident da, der Platzek. Und er kam gleich an unser Mikrofon und sagte, er war ganz begeistert nach der Fahrt durch die Innenstadt und hat gesagt, Brandenburg sei so bunt geworden, die Leute lachen alle auf der Straße. Hat Sie das auch gefreut? Als ich vor knapp 8 Jahren in dieses Amt der Oberbürgermeisterin gekommen bin, war eines ganz deutlich zu sehen, dass die Stadt nicht nur nach außen hin keinen guten Ruf hatte, sondern auch, dass die Landesregierung recht distanziert war zu dem, was hier in der Stadt passierte. Und wenn jetzt der Ministerpräsident kommt und sagt, diese Stadt hat sich gut entwickelt, das merkt man besonders an den Bürgern, dann ist das das schönste Kompliment. Jetzt werden ja die Probleme nicht kleiner, vor denen diese Stadt steht, vor denen die Leute stehen, die diese Stadt führen. Gab es eigentlich irgendwann mal eine Überlegung, ob Sie dann den Anlauf zu einer zweiten Amtszeit nochmal wagen, ob Sie sich zur Wahl stellen? Als ich dieses Amt übernommen habe, war für mich die Frage, kann ich auch mit der Erfahrung, die ich ja zurückliegend im beruflichen Bereich erworben habe, überhaupt für diese Stadt etwas tun? Und so ganz im Innern war meine Überzeugung sehr groß, weil ich wusste, wie diese Stadt tickt, wie die Bürgerinnen und Bürger denken und fühlen. Und da habe ich gesagt, genau dort setze ich an. Das war ein Weg, der für mich sehr schwierig war, denn ich hatte ja plötzlich Verantwortung für eine Verwaltung mit ca. 1000 Mitarbeitern. Aber ganz wichtig war für mich, sind 8 Jahre nicht eine zu lange Zeit, um so in einem solchen Amt sich zurechtzufinden, etwas zu bewegen, fand ich erst ziemlich lang. Als ich auf der Halbzeit war, habe ich gedacht, oh Gott, 4 Jahre schon um. Und als dann die zweite Halbzeit begann, habe ich gedacht, da brauchen wir noch ein paar Jahre. Nach dem, was wir jetzt auf den Weg gebracht haben, übernehme ich immer Verantwortung für das, was ich vorhergehend maßgeblich mit betrieben habe, auf den Weg gebracht habe. Und dafür brauche ich noch mal 8 Jahre. Frau Dr. Thiemann, Sie haben auch ein Plakat, da sind Sie mit einem Stahlwerker drauf. Das symbolisiert Arbeitsplätze. Arbeitsplätze ist ein ganz wichtiges Thema. Es sind auch einige Leute in den letzten Jahren weggezogen aus Brandenburg an der Havel. Natürlich, die Arbeitslosigkeit ist auch gesunken, aber natürlich ist das noch nicht insgesamt zufriedenstellend. Man muss da sicherlich noch mehr tun. Wird das Thema Arbeitsplätze bei Ihnen in den nächsten 8 Jahren eine wichtige Rolle einnehmen? Immer wieder auf die Anfangszeit meiner Tätigkeit als Oberbürgermeisterin zurückkommt, war damals mein oberster Grundsatz zu sagen, Arbeit, Arbeit, nochmals Arbeit. Weil damals fast 24% Arbeitslosigkeit, also fast ein Viertel derer, die eigentlich arbeiten könnten, waren ohne Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt. Wenn ich heute schaue, dann liegen wir bei ca. 14%, ein deutlicher Rückgang, aber dennoch immer viel zu viel. Wenn ich darüber für mich resümiere, was ist mit der Entwicklung der Arbeitsplätze verbunden? Erstens die Tradition, dass wir noch ein Stahlwerk haben, heute ein Elektrostahlwerk gegenüber dem Siemens-Martin-Ofen-Verfahren, damals bis 1989. Aber auch, welche modernen Industrien haben wir in unserer Stadt? Und da kann ich vielleicht ein gutes Beispiel bringen. Erstens, zurückliegend, wenn ich ja mindestens einmal im Jahr im Stahlwerk bin, um mir mal wieder anzuschauen, welche Investitionen stehen an, wie hat sich die Wirtschaftlichkeit, die Etablierung am Markt auch wieder vollzogen. Frau Dr. Thiemann, es geht ja sicherlich auch darum, Wirtschaftsbetriebe wieder neu anzusiedeln. Mhm. Aus meiner Sicht ist eines von besonderer Wichtigkeit, dass diejenigen Unternehmen, die am Standort sind,
nämlich die unbedingt zu pflegen sind, zu erhalten sind, zu begleiten sind in der Entwicklung, immer wissen, dass ihr Oberbürgermeister, ihre Oberbürgermeisterin ständig ansprechbar ist. Darüber hinaus, und das macht das Beispiel von Rapid Eye deutlich, die ja bedauerlicherweise in die Insolvenz gegangen sind, aber ich bin regelmäßig über den Stand der Gespräche der möglichen Investoren informiert worden, beziehungsweise habe mich selbst auch im Wirtschaftsministerium informiert. Und für mich besonders wichtig zu erfahren, als die Gesellschafterversammlung entschieden hatte, wer der neue Gesellschafter ist, dass diejenigen sofort den Weg zu mir ins Rathaus gesucht haben. Ich wäre natürlich auch hingegangen. Aber sie waren ohne Anmeldung einfach der Auffassung, da gehen wir mal zur Oberbürgermeisterin, stellen uns kurz vor und sagen, wenn wir uns erstmal hier am Standort eingefunden haben, dann treffen wir uns das nächste Mal bei Rapid Eye. Von der Wirtschaftsförderung zum Haushalt. 150 Millionen Euro Schulden schiebt die Stadt derzeit vor sich her. Was ist möglich in den nächsten 8 Jahren? Also wann kann Brandenburg damit rechnen, dass wir mal wieder einen ausgeglichenen Haushalt haben, dass wir vielleicht sogar wieder Überschüsse erwirken und unseren Schuldenberg abtragen können? Ich bedauere es sehr, dass wir derzeitig noch ein Haushaltsdefizit von fast 150 Millionen ausweisen müssen. Ich muss dagegen stellen, dass prognostizierend 284 Millionen waren. Dazwischen liegen eigentlich Welten in der Größenordnung, die nicht zutreffen in der Größenordnung des Defizits. Aber mein Ziel ist für 2016, das erste Mal im Jahr eine Null zu schreiben. Das macht deutlich, dass ich die Chancen sehe für die wirtschaftliche Stabilität in der Stadt. Macht auch deutlich, dass wir als Stadt Brandenburg an der Havel, als kreisfreie Stadt, gemeinsam mit den anderen drei kreisfreien Städten, nicht nur der Auffassung sind, sondern nachgewiesen haben, dass wir unterfinanziert sind und fest entschlossen sind, gegenüber dem Land es in Form einer Klage deutlich zu machen, aber auch gegenüber dem Bund, das geht nur übers Land, immer wieder fordern, dass die Aufgaben, die wir erhalten, auch ausfinanziert sind. Ein Stück weit kann man sicherlich diese Entscheidung der Bundesregierung, nämlich in die Kommunen Gelder zu geben für die Grundsicherung im Alter, als ein Erfolg auch des Städtetages sehen. Auf die Stadt zurückzukommen, wir werden den Sparkurs, den wir haben, weiterführen. Wir werden nicht unsinnig sparen und streichen, aber wir werden den Kurs einschließlich Haushaltssicherung weiterfahren, denn wir haben nicht nur gute Erfahrungen damit gemacht, sondern es macht auch deutlich, dass wir aus Sicht eines Haushaltes, der solide aufgestellt ist, wissen, wo die Knackpunkte liegen, aber an erster Stelle daran zu arbeiten haben, dass die Einnahmesituation stabilisiert wird. Und da bin ich sehr zuversichtlich. Die finanziellen Probleme der Kommunen, Cottbus, Frankfurt, Oder, sind ja noch höher verschuldet als Brandenburg an der Havel, haben ja auch dazu geführt, dass Sie hier in der Stadt ein anderes Modell versucht haben zu wählen, ein innovatives Modell, das sogenannte PPP-Modell bei der Schulsanierung. Ist das sowas, was in der Zukunft vielleicht noch mehr eine Rolle spielen wird, angesichts der klammen kommunalen Finanzlage, dass man solche Modelle mit Privaten eingeht, wie bei der Schulsanierung? Ich will ganz deutlich sagen, es sollte nur der zweite Weg sein. Hm. Wir sollten finanziell, wirtschaftlich als Kommune so aufgestellt sein, dass wir die preiswerteste Variante eines Kredits immer eines Kommunalkredites nach Möglichkeit nutzen, wenn wir es wollen und müssen. Ich schränke das ein, weil ich an der Stelle noch mal deutlich machen möchte, dass wir seit 2005 keine neuen Kredite aufgenommen haben. Das heißt, alles, was an Investitionen gelaufen ist, entweder also sowohl aus Eigenmitteln als auch aus den Investitionspauschalen finanziert haben, keine neuen langfristigen Kredite. Erstens. Zweitens, wir haben die Rücklagen, die bis 2004 abgewirtschaftet, also abgebaut waren, wieder aufgebaut. Das heißt, parallel zu dem Rückgang unseres Haushaltsdefizites haben wir auch noch Kredite zurückgezahlt, rund 18 Millionen, also von über 50 liegen wir bei gut 30 Millionen noch. Und das macht deutlich, dass wir ganz gezielt in unserer Geldpolitik wissen, wo wir hinwollen. Beim Schulprogramm muss man einfach sagen, viel zu lange wussten wir schon, dass die Rahmenbedingungen für die Schulen in unserer Stadt desolat sind. Es sind Mittel eingeflossen, aber in viel zu geringem Umfang. Und die Analyse, die wir vorzulegen hatten, hat deutlich gemacht, dass der Rückstand so groß ist, dass jetzt wirklich mal ganz intensiv etwas gemacht werden muss, um den Schulen, den Schülern, den Lehrern, den Schulleitern und vor allen Dingen den Schülern nicht mehr zuzumuten,
dass sie unter Baubedingungen lernen müssen, wenn da mal Fenster gewechselt werden, mal Türen oder mal am Dach gearbeitet wird, sondern wir haben gesagt, jetzt wollen wir konzentriert umsetzen. Es wird ausgezogen aus den Schulen, fertiggestellt, wieder einziehen. Genau diesen Weg sind wir gegangen. Wie lange wird es noch dauern, bis die Brandenburger wieder stolz sein können auf die Ecke Neuendorfer Straße Zentrumsring, das Gelände der ehemaligen Stärkefabrik? Wir wollen möglichst schnell eine Veränderung. Und wir wollen auch, und wenn ich sage wir, aus Sicht der Verwaltung, der ich ja vorstehe, dann auch eine Verkaufseinrichtung. Nur, sie muss für den gesamten Handel in unserer Stadt verträglich sein. Und wer mal schaut, was zum Beispiel in Bereichen sich jetzt entwickelt, rückwärts entwickelt, die etwas außerhalb des Zentrums sind, der kann ganz einfach nachvollziehen, dass wir dort eine solche Größenordnung überhaupt nicht mehr benötigen. Das Tor zur Stadt war Ihnen auch immer eine wichtige Angelegenheit. Jetzt ist da einiges passiert. Es ist ein Gesundheitszentrum entstanden und es gab Kritik. Hohen Stücken werde medizinisch abgeschnitten, die Ärzte würden da reingehen, hieß es. Wie entgegnen Sie diesen Kritikern? Diese Stadt hat mehrere Tore und eines der Tore war ja, wenn man über den Bereich der Potsdamer Straße reinkommt, wie sah diese Stadt an der Stelle aus? Ich glaube, heute mag man schon gar nicht mehr daran glauben, dass es wirklich mal so schlimm aussah. Und ein weiteres wichtiges Tor, nämlich insbesondere auch bezogen auf die Pendler, die ein- und auspendeln, ist unser Hauptbahnhof. Und wenn man sich da zurückerinnert und vorstellt, dass dort nicht nur Straßenbahnschienen, stark befahrene Straße, auch noch ein Block mit 100 Wohnungseinheiten stand, der diese Stadt völlig verriegelt hat und man eigentlich nicht wusste, wie komme ich in diese Stadt hinein, dann kann man, glaube ich, heute sehr deutlich sehen, dass mit der Entwicklung an diesem Standort deutliche Veränderungen, nicht nur optisch, sondern einfach auch bezogen auf die Öffnung der Stadt erreicht wurden. Gesundheitsversorgung in unserer Stadt, ich verwende gerne den Begriff Stadt der Gesundheit, nämlich deshalb, weil ich denke, dass wir mit der Ansiedlungspolitik, mit dem Erhalt der Krankenhäuser in unserer Stadt, dem städtischen Klinikum, aber auch der Asklepios-Klinik, der Helios-Rea-Klinik und des Marienkrankenhauses ein deutliches Potenzial an ärztlicher Versorgung, insbesondere natürlich im stationären Bereich haben. Aber wir haben auch von vornherein wir, und da meine ich auch wesentlich unser städtisches Klinikum, immer darauf geachtet, dass möglichst die Breite des Angebotes an ärztlicher Versorgung auf die Stadt verteilt ist. Das kann man nicht erzwingen, aber das, was an Möglichkeiten gegeben ist, das werden wir nutzen und wir werden es auch begleiten. Zulassungen erteilen wir nicht, dafür ist die Kassenärztliche Vereinigung zuständig. Aber ich denke, und die Übersicht, die man ja auch aus dem Internet sich ziehen kann, wir sind insgesamt in der Stadt gut aufgestellt. Kritiker werfen Ihnen manchmal vor, in Ihrer Politik steht der Beton über den Menschen. Und dann gibt es so Beispiele wie ein zu betoniertes Heineufer, ein zu betoniertes Salzhofufer, unnötige Prestigebauten. Was sagen Sie diesen Leuten? Wo ordnen Sie solche Sachen ein? Fällt mir glatt mein Slogan mit Herz und Verstand ein. Es geht darum, dass wir unsere Stadt weiterentwickeln. Die wollen wir nach außen hin auch so präsentieren, wie sie ja eigentlich ist, von ihrer ursprünglichen Anlage, nämlich sehr schön. Andererseits werden solche Entscheidungen, wann, wo etwas gebaut wird, von den Stadtverordneten entschieden, nämlich diejenigen, die in der Stadtverordnetenversammlung darüber befinden. Davor gibt es Ausschusssitzungen. Die Stadtverordneten wissen immer darüber Bescheid und insbesondere in den Fällen der Stadtentwicklungsausschuss, wenn wir Wettbewerbe durchführen und eine große Anzahl der Projekte, die auch im Moment ja zu der einen oder anderen Diskussion noch führen, sind über Wettbewerbe entschieden worden. Und dafür loben uns unter anderem die Architektenkammer, die Ingenieurkammer, weil es wenige Städte gibt, die das noch machen. Dass man eine unterschiedliche Auffassung sein kann, das wird immer so sein. Und wenn man sich mal unsere Stadt anschaut, ich denke, dann sieht man, dass wir so viel Grün haben. Aber wir müssen natürlich auch Flächen haben, wie zum Beispiel am Heineufer, die ja insbesondere auch für Veranstaltungen zu nutzen ist. Und da machen sich dann Grünflächen etwas schlecht, weil die meistens hinterher wieder hergerichtet werden müssen. Und deshalb ist das Heineufer so gestaltet worden, wie es jetzt ist, mit Sitzflächen. Und wenn man da mal vorbeischaut, dann sieht man, dass da viele Menschen sitzen und das schon genießen. Und auf der anderen Seite das Salzhofufer ebenfalls
insbesondere in Richtung der Johanneskirche. Und wenn wir uns dann mal vorstellen, wie die Entwicklung sich vollziehen wird, dass dort am Ufer Veranstaltungen durchgeführt werden, man sich dann im grünen Bereich um die Johanneskirche herum aufhalten kann, ich denke, dann ist die Verbindung schon okay. Ein Thema, das auch viele Menschen in unserer Stadt beschäftigt, ist ja Sicherheit und Ordnung. Wir haben auf der einen Seite diese immer wiederkehrenden Farbschmierereien durch Graffiti, auf der anderen Seite die Brandserie auf dem Görden. Das hat viele Leute verunsichert. Und da haben Sie ja die Polizei mal ein bisschen kritisiert oder haben zumindest gesagt, man müsste die Leute entsprechend besser informieren. Wie stehen Sie dazu? Oder können Sie das nochmal vielleicht erläutern, wie Sie das genau gemeint haben? Ich kann jeden verstehen, der sagt, ich habe so innerlich ein Gefühl, was mich etwas unsicher macht, wenn ich nicht weiß, wenn Brände waren, wodurch sind die verursacht worden, durch wen oder wodurch. Deshalb ist es immer verkehrt, wenn diejenigen, um die es geht, nämlich um die Bürger in dem jeweiligen Bereich, aber in der Stadt insgesamt, nicht darüber informiert werden. Nun ist meine Kritik an der Stelle einerseits in die Richtung gemeint, dass ich sage, ich möchte von der Polizei natürlich als Stadtoberhaupt darüber informiert werden, wie ist die Entwicklung auf dem Gebiet, wie weit ist man mit dem Teil der Erforschung der Ursachen. Darüber bin ich informiert worden und das hieß, dass jetzt die entsprechenden Bereiche der Justiz, nämlich der Staatsanwaltschaft bzw. des beauftragten Richters damit befasst sind und dann hört man nichts mehr. Und das ist eine Situation, die ist natürlich schwer nachvollziehbar. Frau Dr. Thiemann, die inhaltlichen Fragen haben wir gestellt. Jetzt geht es noch um so ein paar allgemeine Fragen, die wir allen Kandidaten gestellt haben. Da geht es zunächst einmal bei Ihnen um vielleicht zwei Stärken von Ihrer Person. Ich empfinde es als Stärke von mir, dass ich immer sehr zielorientiert arbeite. Das heißt, wenn ich eine Aufgabe übernehme oder auch übertragen bekomme, dann für mich immer zu sagen, wo will ich eigentlich hin, was will ich erreichen und was ist der Weg dazu. Und dann zu analysieren, wie kann man diesen Weg beschreiten, wen muss ich auf der Strecke nicht nur mitnehmen, sondern wer ist für mich ganz wichtig. Und das habe ich auch in den zurückliegenden Jahren bewiesen, dass das für diese Stadt von besonderer Wichtigkeit war. Mhm. Noch eine Stärke? Eine zweite Stärke ist, dass ich in meiner Arbeitsauffassung und Einstellung und Umsetzung sehr effizient bin. Das heißt, mit einer sehr präzisen Terminplanung haben viele Termine an einem Tag Platz, hat für eine Verwaltung wie meine natürlich eine deutliche Umstellung bedeutet, weil ich nämlich auch noch ein Technikfreak bin. Das heißt, mit elektronischer Planung geht das immer noch besser. Und da denke ich, sind wir gemeinsam ein ganzes Stück weitergekommen in unserer Verwaltung. Und dementsprechend glaube ich, war das auch wichtig, so etwas mal von sich selbst auf andere zu übertragen. Mhm. Haben Sie auch zwei Schwächen für uns, Frau Thiemann? Jeder Mensch hat Schwächen, auch ich. Eine Schwäche besteht sicherlich darin, dass ich immer alles möglichst genau wissen will. Ich höre zu, verarbeite das für mich und frage dann immer noch mal nach, wenn mir Bürger etwas erzählen, wenn ich etwas höre oder etwas sehe. Das empfinde ich schon gewissermaßen als Schwäche, weil das bedeutet, dass man immer irgendwo eingebunden sich einbindet und dann natürlich auch eingebunden wird. Und eine weitere ist, dass ich mich mit nichts abfinden kann, wo ich sage, da gibt es noch eine andere Lösung. Was war denn bisher Ihr größter Erfolg in Ihrem Leben, Frau Dr. Thiemann? Mein größter Erfolg war, für diese Stadt zu erreichen, dass die Bürgerinnen und Bürger im Jahr 2003 entschieden haben, einen ganz anderen Weg mit einer neuen Oberbürgermeisterin zu gehen. Und wenn ich heute viele Bürger und auch Besucher der Stadt höre, dass sie sagen, diese Stadt hat sich toll entwickelt. Das macht mich stolz und da bin ich ganz froh drüber. Was ist denn der größte Fehler, wenn Sie ihn denn bezeichnen müssten? Mein größter Fehler war, als ich sicher noch gar nicht darüber nachgedacht habe, mal vielleicht ein solches Amt bekleiden zu können in dieser Stadt. Aber ich wusste, dass dieses Loch im Herzen der Stadt so schwierig und so problematisch war, dass ich nicht schon vorher einfach mal gesagt habe zu anderen, lasst uns da was ändern. Jetzt wird bald gewählt in wenigen Tagen, am 11. September, Frau Dr. Thiemann, die Wahlprognose von Ihnen. Ich habe jetzt fast 8 Jahre für diese und mit dieser Stadt gelebt, habe alles das getan, wo ich der Auffassung war, das tut dieser Stadt gut,
Dafür habe ich Rückäußerungen von Bürgern bekommen, habe kritische Bemerkungen bekommen, konstruktive, aber auch viel Zustimmung. Und das stimmt mich froh für diesen doch wichtigen Tag im Entwicklungsbereich unserer Stadt, nämlich der Entscheidung am 11. September, dass die Brandenburgerinnen und Brandenburger mir wieder ihr Vertrauen schenken werden. Ich darf mich ganz herzlich bedanken, dass Sie heute bei uns waren hier beim SKB. Liebe Zuschauer, auch Ihnen vielen herzlichen Dank fürs Interesse. Am 11. September wird gewählt, dann wissen wir mehr. Auf Wiedersehen.